Aufzeichnung läuft. Dann ein herzlich willkommen in die Runde. Wir treffen uns heute erneut. Teil 2 zum Zähne-Spezial. Vor 14 Tagen hatten wir schon eine ganz tolle Runde, die sehr informativ war. Und heute wollen wir uns um sämtliche Fragen kümmern, die da noch offen sind. Erstmal hallo, liebes Team. Juliana, Annabelle und Carsten. Team der neuen Zeit. Gruppe, freue mich, dass ihr immer so prima organisiert. Und dann haben wir heute wieder 3 Zahnärzte mit an Bord. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst nennen soll. Petra schüttelt. Okay. Ihr seid uns alle 3 so sehr ans Herz gewachsen und wir schätzen euch so sehr. Wir haben heute mit dabei die Dr. Petra Butschek. Dann haben wir Dr. Kerstin Teichmann mit dabei. Und aus der Stadtnatur aus Berlin, den Dr. Bernd Rühe. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr nochmal Zeit nehmt. Mhm. Okay. Ja, wir hatten ja, wie gesagt, vor 14 Tagen schon mal Zähne Spezial. Das war so der Auftakt. Ja, da gab es viele Dinge, über die wir gesprochen haben. Wir haben auch so ein bisschen energetisch die Sachen mit den Zähnen angeschaut, das haben wir uns Gedanken gemacht über Fragen, ja, wo müssen wir uns denn durchbeißen oder für was steht der Oberkiefer oder der Unterkiefer und die rechte Seite, die linke Seite. Und da waren ganz, ganz viele Fragen offen. Und ich würde sagen, wir starten gleich, oder? Team, was sagt ihr? Fangen wir gleich an? Genau. Ja, wir fangen an mit offener Runde. Welche Fragen im Bereich Zähne oder auch Kiefer sind denn da noch offen geblieben oder gibt es neue Fragen? Ihr dürft einfach loslegen und eure Fragen stellen. Wer möchte, kann auch die Hand heben, dann kann ich Stück für Stück nach den Fragen schauen. Und wer nicht sprechen möchte, darf gern die Chat-Funktion nutzen. Ah, da kommen schon die Ersten. Hallo Britta, schön. Schön. Ja, hallo. Hallo. Erzähl mal. Ja, ich habe eine Frage. Bei einem 14-Jährigen im Oberkiefer linker, hinter dem linken Schneidezahn zeigt sich ein weiterer Zahn. Was kann man da machen? Oder wie kommt das? Mhm. Also wir waren vor einem Jahr beim Kieferorthopäden, weil der Schneidezahn, der linke, sich etwas vorschob. Und da war aber da war nichts Orthopädisches zu erkennen. Also das wäre rein ästhetisch gewesen, eine Zahnspange. Und wir sollten mal ein Jahr warten. Und jetzt nach einem Jahr zeigt sich dahinter, da kommt ein kleiner Zahn durch. Was ist da los? Ob mir da jemand helfen kann? Wer mag es dir antworten von unseren Zahnärzten? Habt ihr die Kieferorthopäde. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Petra. Ja, guten Abend erstmal. Guten Abend. Ein zusätzlicher Zahn, den nennt man dann Mesiodens, weil er oft zwischen 2 Zähnen, Mesio, also in der Mitte von 2 Zähnen, wohin er nicht gehört, die führen oft zur Verdrängung eines Zahnes, also von dieser Rotation, von der du gesprochen hast, oder die erklärt es, dass der Zahn dann rotiert, weil da einfach noch was mit durchwachsen will und schiebt den anderen so ein bisschen weg. Ja. Im Allgemeinen ist es wirklich ein zusätzlicher Zahn, der entfernt wird, weil er wirklich stört. Grundsätzlich sagt man, eine Zahnanlage, die zu wenig ausgeprägt ist oder ein zu viel hat, hat üblicherweise eine Schocksituation erlebt, eine Generation, manchmal auch 2 Generationen vorher. Das heißt, du könntest dich fragen, wenn du ja. Mama von diesem 14-Jährigen bist, ja. Was habe ich, als mein Schneidezahn kommen sollte? Und dann bist du ungefähr 6, 7 Jahre alt. Ja. Der linke, habe ich eben richtig verstanden, ne? Ja. Genau. Was hast du erlebt, als dein Zahn durchgewachsen ist? Meine Mutter hatte das Gleiche. Mhm. Bei der ist der Zahn aber vorne drüber gewachsen. Und der war so mit den Zähnen verwurzelt, dass hier insgesamt 4 Zähne gezogen wurden. Oh, das ist eine Nummer. Und da greife ich mal auf Carstens Resonanzmittel zurück.
die Grundaussage des Zahnmittels oder des Zahnkomplexes ist, alle Dramen, die wir eher und überlebt haben, ja, sehr gerne auch Generationen vorher, wenn du es so bei deiner Mutter halt weißt, dann ist es eben ein übergebenes Thema, ein weitergegebenes, ja, Thema, können sich an den Zähnen manifestieren. Ja. Das heißt, dann gilt es wirklich zu schauen, was war da los, wenn, selbst wenn dieser Zahn gezogen worden ist. Ja. Ich weiß nicht, ob dir dieses Ritual bekannt ist, dass man das erkannte Muster im gereinigten Zustand über den Absender an den Ursprung zurückgibt. Okay. Also da in dem diesen Zahn jetzt entfernt, ist das Thema ja nicht weg. Das heißt, es könnte dann weitergegeben werden und du könntest es aber gut mit dem Zahnkomplex auflösen. Ja. Grundsätzlich hätte ich erwartet, dass aus der weiblichen Linie kommt, weil von wegen linke Seite, weibliche Seite. Ja. Also das würde passen, weil bei meiner Mutter, die ist 1936 geboren, da war eine Menge los, als sie in dem Alter war. Da war eine Menge los. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Grundsätzlich gehören die vier Frontzähne zum Bereich Niere, Blase. Okay. Emotion, Angst. Was ging mir an oder ging mir an die Nieren? Ja. Dann schließt sich der Kreis. Okay. Gut, damit kann ich was anfangen. Also ich habe jetzt eine ganzheitliche Zahnärztin, Kieferorthopädin gefunden, in erreichbarer Nähe. Und da würde ich das dann so mit dahin schon tragen, mit dem Ansatz. Genau. Vielen Dank. Super. Sehr gerne. Ich habe auch noch einen Zusatz. Im Prinzip, wenn der Zahn raus ist, könnte man theoretisch auch ein individuelles Mittel machen. Weil das natürlich dann auch noch weiter greift. Ne? Ja. Also. Okay, genau. Genau. Super. Ja, hast du noch was? Vielen Dank. Bitte. Also ich möchte noch eine Ergänzung dazu liefern. Ja. Wenn sich zusätzliche Organe zeigen, dritte Niere, Zähne, wie gerade beschrieben, will da jemand gesehen werden. Ja. Und da du erwähnt hast, dass das deine Mutter auch betraf, und wahrscheinlich auch schon noch vorher, ist so naheliegend, dass hier ein Mensch, der angelegt ist, nicht zur Welt kam. Ja. Also, du weißt, mit Mehrlingen, also expresses Verbes, Zwillingen in aller Regel zu tun. Ja, der dann irgendwann eine Lücke nutzt, die obwohl nicht vorhanden, dennoch für ihn sichtbar wird und sich dann über diese Ebene dann einfach ein Bild verschafft und sich dann zeigt bei jemandem, der ihm sehr ähnlich ist. Okay. Also ich würde hier geboren werden mit Zahnkomplex oder wie gerade empfohlen, ein Individualmittel zu basteln. Ich würde Speichel und Tränen heranziehen. Gut. Ja. Carsten, wenn man den Zahn jetzt wirklich entfernt, weil das Übliche ist es, dass einfach das mechanische Hindernis entfernt wird, wäre das doch auch substanziell geeignet für ein Individualmittel. Klar. Also den dann nicht wegtun? Ja, sondern, sondern... Das meinte ich. Genau. Sondern in einem Röhrchen mit Name versehen zu uns schicken. Dann passt daraus dann das Wässerchen. Okay. Ja, super. Dankeschön. Bitte. Vielen Dank. Okay, dann Manuela, du bist die Nächste. Was ist deine Frage? Danke, ich habe nur eine Frage. Ich habe keinen einzigen Weisheitszahn. Mein Sohn hat alle vier. Warum? Wer kann da was dazu sagen? Was du bist dran. Bin ich nicht weise genug, oder? Also ich denke, das ist ja das gleiche Feld, von dem wir eben gesprochen haben. Und jetzt muss man aber sagen, dass bei den Weisheitszähnen aus meiner Sicht die Anlage rückläufig ist. Also es gibt im Weisheitszahnbereich eher seltener, also es wird immer häufiger, dass da irgendwie Nichtanlagen vorkommen. Es gibt aber auch in dem Bereich Neuner, wie wir sie dann nennen, also zusätzliche Weisheitszähne. Ich kann da jetzt nicht zu sagen, warum das so ist. Dass es, es gibt ja mal zwei Eltern, vielleicht ist dann der andere, das andere Elternteil dafür verantwortlich. Da müsste vielleicht Carsten auch nochmal was zu sagen, wofür jetzt die Weisheitszähne explizit stehen. Die machen ja doch immer in den meisten Fällen eher Probleme, als dass sie wirklich in Funktion kommen. Mhm. Danke.
Ja. Meine Idee. Oh, Entschuldigung, Carsten. Nee, mach du bitte. Ich mach dann. Du kannst das Schlusswort bestimmen. Du kannst es bestimmt nochmal umfassender dann benennen. Für mich ist es durchaus, also letztendlich haben die Weisheitszähne ganz viel mit einer spirituellen Anbindung zu tun, mit dem Herz-Dünder-Meridian. Und wie sehr sind wir wirklich im Fließen des Herzens oder mit dem Fließen des Herzens verbunden? Und es scheint, dass die folgenden Generationen da einfach bessere Voraussetzungen mitbringen als die vorherigen Generationen. So dass ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass die Weisheitszähne so häufig keinen Platz haben, wenn die gleich gar nicht angelegt sind, ist es immer ein großes Defizit. Also nicht angelegte Zähne korrelieren immer mit einem großen Energiedefizit. Und nur weil es üblich ist, dass Weisheitszähne Probleme machen oder nicht angelegt sind, heißt es noch lange nicht, dass es normal ist. Normal im Sinne von, so hat die Natur uns geschaffen. Zu den Weisheitszähnen zählt man auch das Thema Konfliktbereitschaft. Wie konfliktbereit sind wir? Da sagt man oft der heutigen Generation nach, dass sie nicht so konfliktbereit ist. Würde ich aber auch nicht so ohne Weiteres unterschreiben. Und die Tatsache, dass es jetzt bei deinem Sohn da ist und bei dir nicht, die, glaube ich, kann wirklich Carsten besser erklären. Okay, danke schön. Kerstin, du bist aber erst dran. Du bist auch ein Zahnarzt. Ja gut, ich sag mal, ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, was Petra gerade sagte, dass die Konfliktbereitschaft der jüngeren Generation nicht so ist, nicht so intensiv ausgeprägt ist wie früher, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass so viele Weisheitszähne nicht mehr da sind. Ne? Aber jetzt direkt, warum das jetzt, kann ich nicht so viel zu sagen. Danke. Also ich vermute mal ein bisschen laut. Es gibt einen Spruch, die Natur findet immer einen Weg. Ja? Wenn Generationen unter Drangsal gelitten haben, heißt das nicht, dass Dinge verschwinden, sondern sie bleiben als Anlage eher zu erhalten. Und es gibt einfach Faktoren der Natur, die wir nicht kennen, die können wir nur vermuten, die dann bei bestimmten Anlässen sich über diese Wirklichkeit hinwegsetzen, indem sie sich erinnern und sagen, es ist mir egal, was Mutter und Oma und Uroma erlebt haben, ich trete mal anders an. Der Bernd hat das so schön formuliert, machen Probleme. Es ist immer eine Frage des Aspektes. Ich würde es mal anders formulieren. Sie sind statistisch relevant im Sinne von einer Erhebung jenseits der Standardabweichung. Ja? Mhm. Das gehäufte Auftreten heißt es nicht, dass es normal ist, sondern es heißt einfach nur, es ist eine mathematische Evidenz da, die natürlich nichts darüber aussagt, ob es sinnvoll oder richtig oder wie auch immer gearbeitet ist. Die Interpretation von Zahlen überlasse ich jetzt mal anderen. Also meine Vermutung ist, dass wir gerade auch im Zuge von Kindern, die wir jetzt mal Indigo-Kinder nennen, sich eine Generation Platz schafft, denen es wurscht ist, was ihre Vorgängergeneration gemacht haben oder nicht gemacht haben. Ja? Die einfach antreten und sagen, ich mache es jetzt mal anders. Und wir können gespannt sein, was diese Generation an Potenzialen freisetzt. Und wir können dann im Prinzip nur, wenn wir ehrlich sind, ihnen den Raum geben, der ihnen gebührt. Ja? Also Manuela, dann kann ich dir nur sagen, lass deinem Sohn freien Lauf. Ich habe keine Weisheitszähne. Er hat alle vier und ja, er hat auch Probleme. Lass deinem Sohn freien Lauf. Okay, ja. Wenn du auch die Analogien Dünndarm und Herz anschaust, ich meine, das ist ja sprichwörtlich. Dünndarm ist Akzeptanz der Rollen und Funktionen. Ja, der wird seinen eigenen Weg gehen. Der wird sagen, was du willst von mir, ich mach so, wie ich will. Mhm. Das Herz spricht für sich, wenn Fühlen das neue Wissen ist, also auf der Herzebene sich dann dieses Wissen etabliert und auch zugänglich formiert, dann kann man dem Jungen nur Eureka wünschen. Ja? Und du übe dich in Nachsicht und lerne du fleißig von deinem Sohn. Oh, super, danke. Und sie auf jeden Fall nicht rausziehen lassen. Nein. Würde ich mal sagen. Also das ist entscheidend. Machen wir keine Probleme. Na, er hat eh noch drei. Einer ist schief rausgewachsen und hat ihn der Zahnarzt rausoperiert oder rausgerissen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er meint, er hat ihn gezogen. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass er ihn herausoperiert hat, aber okay.
Also animiere ihn, das zu behalten, denn das sind Pfeiler seiner Anbindung nach oben. Mhm. Ja, also das sind quasi Antennen. Es sind quasi Sendemasten, über die er dann über das Nervengewebe innerhalb dieser Zähne Informationen bezieht, die unmittelbar im zentralen Nervensystem einwirken. Okay. Ja, und ihm dann sozusagen eine Art Parabolantenne liefern, die ihm spirituelles Wissen ermöglichen. Sehr gut. Ja. Perfekt. Sensationell. Super. Vielen Dank. Also kannst du was damit anfangen, Manuela? Kannst du stehen lassen? Ja, perfekt. Dankeschön. Schön, danke. Nur, es ist interessant, also wir haben jetzt Gott sei Dank einen spirituellen, ganzheitlichen, spitzenmäßigen Zahnarzt gefunden, der mit Weltraummedizin und Shasin von Russland und keine Ahnung arbeitet. Aber vorher, wenn du einen Zahnarzt erwischt, ich will dir wirklich keine Bewertung abgeben, der einfach nur Geld verdienen will, dann bist du leider Gottes als Patient der nicht so glückliche. Weil der hätte den Zahn auch irgendwie vielleicht nicht gleich rausreißen müssen, ne? Zum Beispiel den Weisheitszahn. Denke ich mir mal, dass man da auch vielleicht Möglichkeiten gefunden hätte, dass der sich wieder irgendwie gerade biegt oder keine Ahnung. Ja, das Problem ist ja aber, dass er das mechanisches Denken häufig dann da ist, weißt du? Da ist ja nicht das, was dahinter noch, dass da noch was dranhängt. Und dadurch wird es natürlich nur als Problem gesehen, als Störfeld oder als Störherd. Und das ist ja in der Zahnmedizin klassisch, das muss weg. Was stört, muss weg. Ja, weißt du, das Problem ist, dass halt viele Zahnärzte normal, normal ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber ja, normal sind und keine Ahnung von spirituellen oder all diesen Dingen Hintergründen haben, weil ja, es, aber das ist der Großteil und es ist gerade in Österreich sehr schwierig, einen spirituellen, ganzheitlichen Zahnarzt zu finden, der auch spürt, weil der setzt sich hin und spürt und weiß genau, was los ist und kennt auch alle Hintergründe von den Zähnen psychologisch und keine Ahnung alles, ne? Also ich bin sehr glücklich, den gefunden zu haben. Eine Ausnahme. Ihr seid in Deutschland, weißt du, ich weiß, dass in Deutschland viele spirituelle Zahnärzte und alles sind. Nur find das einmal aus Österreich. Das ist schwierig. Und dann kannst du nicht immer zum Zahnarzt fahren, nach keine Ahnung wohin. Ne? Da bist du ja unterwegs. Deutschland ist riesig, da bist du ja gleich mal 8 Stunden am Weg. Manchmal lohnt es sich auch. Danke. Ja, aber weißt du, wenn du einmal in der Woche zum Zahnarzt musst, ist blöd. Ne? Das soll ja nicht das Ziel sein. Naja, ich kriege jetzt gerade meine Brücke neu und da muss ich eben einmal in der Woche hin. Das geht nicht anders. Und wenn sie nach Deutschland, ich habe also viele Ärzte schon in Deutschland gefunden, nur die sind in Hamburg, Berlin und was der Kuckuck wo. Bis ich von Wien dort bin, bin ich den ganzen Tag unterwegs. Man muss noch schlafen auch. Also ja. Vielleicht können sie mal, so kann man mal irgendwie so spirituelle Ärzte auch, wenn ihr welche wisst, dass man da mal eine Idee kriegt, wohin man sich wenden kann, weil die normale Medizin ist schon, also für mich schwierig. Also es gibt in Deutschland die Gesellschaft Ganzheitliche Zahnmedizin, GZM. Mhm. Da meine ich, das ist auch überregional, dass wir mit österreichischen Kollegen zusammenarbeiten. Die sitzen in Freudenstadt. Aber wenn du mal GZM Freudenstadt eingibst, vielleicht kannst du da, zumindest sind die ja schon mal in Süddeutschland, also es ist nicht ganz so weit dann, okay. Vielleicht kriegst du da doch noch Informationen dafür, ob dann auch österreichische Kollegen dort gelistet sind. Okay, werde ich mal schauen, danke. Ja, es gerne. Ist gerade ein Tipp für dich sogar gekommen, über ein Name in Wien, falls das bei dir ist. Chat. Ja, das im Chat. Kannst du nachgucken. Ja. Der Belski, alles klar. Ja. Kennst du den sogar? Den kenne ich, ja. Von seinen YouTube-Videos. Super. Und du hast ja für dich jetzt sowieso einen Weg gefunden. Prima. Ich habe jetzt einen spirituellen Zahnarzt gefunden, Gott sei Dank. Ja. Den geht mir leider auch irgendwann in Pension. Aber es gibt Wege, wie wir sehen. Genau. Super. Gut. Ich danke euch recht herzlich. Danke. Gerne. Super. So, Holger, magst du uns mal berichten, was es bei dir geht? Ja, na Bernd. Bei mir geht es darum, dass ich viele Zähne verloren habe.
Und ich habe das Buch Zähne und Spagyrik jetzt angefangen durchzuarbeiten. Und da geht es ja bei den Zähnen auch darum, um Entwurzelung. Mhm. Und ich habe jetzt in dem Zusammenhang auch mal meine Familie durchleuchtet und die Ahnen so ein bisschen erforscht. Und ich habe festgestellt, dass meine Wurzeln weder in meiner Geburtsstadt wirklich sind, noch in der Stadt, wo ich jetzt wohne. Wir gehen eigentlich ganz anders, ganz woanders hin. Meine Mutter, die ist zugezogen. Und mein Vater ist quasi die erste Generation, die in meiner Geburtsstadt geboren wurde. Also ich bin quasi so irgendwo dazwischen drin. Und ich habe mir das nochmal angeschaut und ich kann auch nicht wirklich sagen, dass ich in einer dieser beiden Städte zu Hause bin. Und da geht es für mich jetzt darum, die Heimat zu finden. Liegt die bei den Urgroßeltern? Die kommen aus dem Osten, ganz weit aus dem Osten. Das ist eigentlich das, wo es für mich jetzt im Moment darum geht, rauszufinden, wo ist meine Heimat? Wo kann ich mich verwurzeln oder wo bin ich verwurzelt? Ist das so ein schöner Buchtitel vom Aufstellungsbereich? Ohne Wurzeln keine Flügel, Holger. Und jetzt vielleicht das, was du gerade so beschreibst, du weißt nicht, wo deine Wurzeln sind. Ohne Wurzeln keine? Keine Flügel. Ah, keine Flügel, ja. Ich glaube, Bernd wollte was dazu sagen. Nee. Ich muss hier nur ab und zu mal Knöpfe drücken. Lass das. Aber hast du denn die schon mal auf... Vielleicht nochmal verständnishalber, wie hast du deine Zähne verloren? Ging es da um Parodontitis, also sind die Zähne locker geworden? Gab es da Entzündung am Zahnfleisch oder sind die durch Karies verloren gegangen? Das finde ich vielleicht nochmal ganz interessant. Ja, die Weisheitszähne, die sind vor circa 30 Jahren rausgekommen, weil die quer gewachsen sind. Und da gab es diese ganzen Informationen für mich noch nicht. Die sind einfach raus. Und dann so nach und nach Karies und Wurzel kaputt und verrottet, locker. Und dann, mir fehlen so 18 Stück. Und einen Teil davon habe ich mit Implantaten und Kronen ersetzen lassen. Okay, ich finde das interessant, weil der Prozess, wie er abläuft, halt irgendwie auch ein bisschen einen Weg weist. Ja? Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob jetzt der Zahnhalteapparat quasi zurückgeht, kaputt geht oder ob es sich um Kariesgeschehen handelt. Und ob es in kurzer Zeit passiert oder über einen längeren Zeitraum. Das sind alles so kleine Hinweise, Analogien, mit denen man vielleicht arbeiten kann für dich. Ja, also die ersten... Ja, zwischen den ersten und den zweiten Verlusten ist schon ein Zeitraum von knapp 10 Jahren. Und als ich mich dann darum gekümmert habe, die zu ersetzen, die fehlen, wurde mir noch vorher, bevor die neuen eingesetzt werden konnten, wurde noch ein Sinuslift gemacht, damit da überhaupt Haltematerial im Oberkiefer ist. Ist das ein Sinuslift? Knochenaufbau in der Kieferhülle. Knochenaufbau hier oben im Oberkiefer. Kann ich nicht empfehlen. Ist unangenehm. Aber sag mal, hast du dich denn schon mal auf die Suche nach den Wurzeln gemacht? Bin ich gerade bei. Deswegen... kommt das jetzt für mich zusammen, weil ich habe vor 2-3 Monaten habe ich quasi angefangen, mich auch mit meiner Ahnengeschichte zu befassen
und bin auf der Suche nach den Wurzeln. Das geht jetzt bis zu Großeltern zurück und da wird es schon schwierig aufgrund der Kriege. Da sind viele Dokumente verloren gegangen. Ich weiß von einer Urgroßmutter, die kommt aus Schlesien, ein Urgroßelternpaar kommt aus dem Bereich Königsberg und andere kommen aus Brandenburg, Berlin und die Großelterngeneration quasi aus dem Ruhrgebiet zum Teil. Also es ist schon verstreut. Nichts. Die waren ja dann sicher geflüchtet, oder? Na, das war vor den Kriegen. Ach, vor den Kriegen. Vor den Kriegen. Ich nehme an, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe nur die Vermutung, dass es aufgrund von besseren Arbeitsbedingungen im Ruhrgebiet ist, weil da sammelt sich das dann irgendwann, so um die Jahrhundertwende 1900, dass da einiges mehr an Arbeit war als im ländlichen Bereich im Osten. Also das ist nur meine Vermutung. Ich habe da keine Belege für und ich habe auch sehr, sehr schwierig. Ich habe es auch versucht und habe Schwierigkeiten, da genaue Daten und Unterlagen zu bekommen. Mhm. Und ich warte jetzt darauf, dass da aus oder bezüglich von Königsberg jetzt die nächsten Unterlagen kommen. Die sind unterwegs. Da geht das dann für mich weiter. Und hast du dich energetisch schon mal mit ihnen verbunden? Mache ich so ziemlich regelmäßig. Was mir noch nicht so leicht von der Hand geht, ist eine mediale Verbindung. Ich lade sie quasi zum Abendessen regelmäßig ein, sich mit mir zusammenzusetzen. Ich versuche einfach, dass ich mit denen in Kontakt bin und habe mir auch quasi so ein kleines Ahnenbild gemacht, wo die, soweit ich das überblicken konnte, aufgeführt sind. Ja, das kommt alles jetzt so einfach Stück für Stück an die Oberfläche. Carsten, hast du da noch eine Idee dazu? Ja, mir kommt gerade was. Ich empfehle dir, eine Reise zu machen. Und zwar über die Masuren, über das Haff Königsberg, Dresden und dann wieder zurück nach Schlesien. Du musst Erdproben dort zusammensammeln, dort, wo du weißt oder vermutest, dass dort Vorfahren von dir gelebt haben. Ich bekomme auch noch Informationen über Krakau. Denn das, was du über die über Nordrhein-Westfalen sagst, der Ruhrpott, da fanden sich die Polen wieder, oder die Vorfahren der Polen, die schon... Waren ja Deutsche. Ich weiß, aber die Identifikation ist schwierig mittlerweile, ja, weil es auch dort bereits schon Mischungen gegeben hat, die sich weit über den Osten bis in den Ural hinein gezogen haben. Also ich vermute mal bei dir, du wirst nicht nur mit Bergmenschen, also mit Kohlebergmenschen zu tun gehabt haben, sondern auch mit den Nachfahren von Katharina der Großen, die dort dem Ruf 1776 von Zar dem Ersten gefolgt sind, um das Land dort urbar zu machen. Ja, das waren zwar keine Deutschen, sondern also das waren übrigens Schwaben, weitestgehend aus Württemberg. Ja, und ich glaube, du hast eine lange Reise vor dir. Ich würde es nicht mit Dokumenten machen. Ich würde deine Nase einsetzen. Ja. Und dort dich einfach riechend auf die Spur zu begeben. Und du wirst die richtigen Stellen finden, wo du Erde sammelst. Ja. Und dann beschäftigst du dich mal mit dieser Erde. Und wenn du magst, schickst du mir die zu. Wenn deine Rundreise beendet ist. Dann schicke ich dir die. Ja, lass dir aber Zeit. Das wird eine lange Reise. Ja, ja. Wenn es dir wirklich wichtig ist, deine Wurzeln zu finden, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Stellen zu finden, in denen du zu Hause bist bis heute. Erinnere dich an deinen zweiten Kunstnamen, Ananda. Ja. Den hast du ja abgelegt, sehe ich gerade. Ich nehme noch den Holger da oben links. Ja. Das ist schon mal ein wichtiges Indiz, dass du auf dem Weg bist, dich zu identifizieren.
Ich bin auf der Suche. Ich war eigentlich schon auch da miteinander auf der Suche, aber das war eher eine innere Suche und jetzt geht es eher um die Wurzeln. Ja. Und da brauche ich den Ananda nicht, weil hilft dir nicht. Der ist hinfällig. Ja. Und ob ich nach Königsberg in den Bereich komme, muss ich mal schauen, ob die Russen mich da reinlassen. Oder die Russen lassen dich da rein. Die haben kein Problem. Ja. Die Polen, ja. Ja, ja. Mal schauen. Was ich als Gedanke hatte die letzten Tage, ist, dass ich von hier, wo ich jetzt wohne, Erde sammel und auch dort, wo ich quasi geboren bin, dass ich damit quasi anfange. Das sind die einfachsten Probegewinnungen. Du musst den langen Weg nach Hause antreten. Ja. Ja, die Orte, die du uns genannt hast, zusätzlich X, Y und Z, da werden noch ein paar auf deiner Reise auftauchen. Das heißt, die einfachen Sachen, die bewahre ich mir dann bis zum Schluss auf. Ja, die machst du zum Schluss. Ja. Ja, fühl doch mal rein und wenn es dich stimmig anfühlt, dann mach dich auf den Weg. Ja. Vor Winter. Bitte? Vor dem Winter. Ja, das ist kein Problem. Ich bin im Moment frei, ohne Arbeit. Also von daher hätte ich auch genügend Spielraum. Dann nutze den. Dann muss ich mal schauen. Carsten? Ja. Carsten, nochmal eine Frage von mir. Ich habe es vorhin kurz angerissen. Für mich ist immer interessant, wie so ein Prozess abgelaufen ist, weil das für mich so ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, ob es sich um ein inneres Geschehen, äußeres Geschehen handelt. Also ich sehe, wenn jetzt hier eher vermehrt durch Karies Zahnsubstanz kaputt geht und im Endeffekt zum Verlust von Zähnen und damit auch von Wurzeln führt, dann sehe ich da eben auch eher einen inneren Zersetzungsprozess, also ein inneres Problem, als eines, was jetzt in der Ahnenlinie zu suchen ist. Aber ich kann da auch falsch mitliegen. Das ist einfach nur mein Gefühl zu der Situation. Während so ein Verlust an Halt, also sagen wir mal Parodontitis, plötzlicher Knochenabbau, Zähne werden locker, ich verliere den Halt, ich bin nicht geerdet letztendlich. Das ist für mich eher sowas, was in diese Richtung weisen würde, wie der Fragen jetzt beschreibt. Also wenn du das eine mit dem anderen kombinierst, bekommst du ein deckungsgleiches Bild. Innen wie außen. Der Holger beschreibt im Prinzip nicht seine Wurzellosigkeit, sondern die Drangsal seiner Vorfahren, die dort, wo sie waren, nicht zu Hause gewesen sind, ja, die dann irgendwann den Weg in den Westen angetreten sind. Der Holger ist jetzt da, wo er ist, nicht zu Hause. Das heißt, er hat das Spiegelbild nicht abgebildet. Ja. Okay. Karies ist für mich der Ausdruck von Verlust innerer Struktur, nicht nur des Haltapparates, sondern auch der Fähigkeit oder der Fähigkeit, sich durchzusetzen. Ja. Genau. Wenn du aber im Prinzip durch Generationen hindurch gezwungen bist, Anpassungsleistungen zu erbringen, die nicht deinem Wesen entsprechen, kann dich das an deinem Haltapparat nicht abbilden. Okay. Ja? Also ich würde einfach diese verschiedenen Ebenen aufeinanderlegen und dann bekommst du tatsächlich für mich ein kohärentes Bild. Okay. Kannst du mal so anfangen? Ja, durchaus, ja. Macht mir ein bisschen Magengrummeln, aber... Das ist gut. Das ist schon mal gut. Dann bist du ja getroffen. Bitte? Dann bist du ja dazu. Ja. Da macht es ja was mit dir. Okay, auf jeden Fall. Also das arbeitet ja schon ein bisschen länger. Deswegen habe ich die Frage jetzt auch so in Dings gestellt, in das Treffen hier. Gut, danke dann. Super, Holger. Dann hast du jetzt einen Plan, richtig? Ja, eben nicht. Ich kann einfach nur schauen, dass ich das Stück für Stück abarbeite, beziehungsweise auch finde, die einzelnen Orte. Der einzige Plan, den ich habe, ist, ja, mich auf die Reise machen. Holger, dein Plan ist es, loszugehen. Genau. Und wenn du jetzt so ein Krummen im Bauch spürst, dann hast du da eine Resonanz. Ja, auf jeden Fall. Der Weg erschließt sich dem Gehen unter den Füßen. Ja. Das muss ich aber nicht zu Fuß machen, ne?
Kannst du machen, musst du nicht. Das ist ja nicht nach Compostela, sondern es ist ja nach Posen. Das ist die andere Richtung. Ja. Gut. Wunderbar. Super. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Ich möchte mal noch eins einschieben. Wir hatten es auch ganz kurz vor diesem Treffen von Zapfenzähne. Da wollte die Petra noch was dazu sagen. Petra, das habe ich noch nie gehört. Was sind denn Zapfenzähne? Zapfenzähne sind eigentlich sehr schmale, seitliche Schneidezähne im Oberkiefer. Die sehen manchmal so klein aus wie ein Reiskorn. Und manchmal sind sie einfach in ihrer Kronenstruktur deutlich schmaler als der normale Zahn an der Stelle. Und aus der Schulmedizin sagt man, diese Zweier, so nennen wir sie ja, sind im Bereich der Verbindungsstelle zwischen, also embryologisch gesehen, verbindet sich der Zwischenkiefer mit den seitlichen Oberkieferwülsten. Und an dieser Naht, an dieser Kontaktstelle, bilden sich dann, wenn die nicht vollständig ist, die sogenannten Lippen, also die Spaltpatienten sind dort angesiedelt, dass sich der Knochen nicht verbunden hat, eine Spalte übrig bleibt und dann werden die Kinder mit einer Gaumenspalte, mit einer Knochenspalte, Lippenspalte, verschiedene Ausprägungen gibt es dort, geboren. Und dann spätestens ist wirklich auch der Zweier nicht angelegt, weil er in dem Bereich eigentlich keine Zahnanlage ausbilden konnte. Als Mikrosymptom sind die Zapfenzähne zu nennen, so wurde es schon medizinisch gelehrt. Heute würde ich weitergehen und sagen, die Zweier sind immer die Beziehungszähne zu Mutter und Vater. Also wenn die Einser so mein Ich auch sind, dann sind die Zweier meine Beziehung zu Mutter und Vater, halt links und rechts. Und wenn das die Vorstufe ist vom fehlenden Zahn und wir ja wissen, dass es ein großes Energiedefizit gibt, wenn solche Zähne fehlen, dann ist schon eine mindere Ausprägung für mich auch ein Zusammenhang zu Energiemangel an der Stelle. Die Zweier gehören letztendlich zu allen vier Frontzähnen und damit zum Nierenblasenbereich. Frage, was ging mir an die Nieren? Und Carsten sagte eben auch machtest die Aussage, wer will da gesehen werden, wenn sich da solche Auffälligkeit in dem Nierenblasenbereich zeigt. Ja, es betrifft eigentlich nur die Zweier. Und an allen Zähnen kenne ich diese Form nicht. Dann nennt man sie zumindest nicht Zapfenzahn, sondern dann sagt man, das ist eine kleine klinische Krone oder Hypodontie, sagt man auch dazu. Ja, Schulmedizin ist einseitig entfernt? Nein, die lässt man stehen und guckt, weil die haben eine Wurzel. Sie können also einer gewissen Aufgabe noch gerecht werden. Es ist eher das ästhetische Problem, so dass man dann sagt, man stellt die so ein, wir nennen das dann, man stellt sie auf Lücke, damit dort später eine Ummantelung, eine Krone draufgesetzt werden kann, damit die Ästhetik damit verbessert werden kann. Keine Krone. Bitte? Die kann man ganz hübsch verbreitern. Genau. Mhm. Verbreitern, Krone, was jeder so mag. Also heute mit der Klebetechnik kann man da sehr schön Ummantelungen anbringen, sage ich mal. Und es kann beide Seiten betreffen, es kann eine Seite betreffen und es gibt wirklich auch die Form, auf einer Seite fehlt der Zahn ganz und auf einer Seite und auf der anderen Seite ist es der Zapfenzahn. Ich kann zu dem Thema Zweier ja mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe keine Zweier, die sind nicht angelegt gewesen. Und ich habe dann mit Carsten mal darüber gesprochen und wir sind der Sache nachgegangen. Und es ist so, dass meine Mutter nach dem Krieg, die war da zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt, ist meine Mutter von ihrer Familie getrennt worden und sie haben sie als einziges Kind in ein Kinderheim gesteckt für die nächsten 2-3 Jahre. Und für mich, das ist mit mir sehr stark in Resonanz gegangen, dass dieses Trauma, was meine Mutter erlitten hat, quasi für sie nur so zu ertragen war, dass sie diese Zeit in ihrem Leben irgendwie wie ausgeblendet hat. Und genau in dem Zeitraum treten die Zweier in die Mundhöhle und damit ist dann mit meiner Geburt quasi dieses Muster, dieses Ausblenden quasi auf mich übertragen worden und damit habe ich keine Zweier, weil ansonsten
so schulmedizinisch betrachtet, es gibt in meiner Familie da keine Lippenkiefer-Gaumenspalten, keine Anzeichen von fehlenden Zähnen. Also da ist mir das erste Mal klar geworden, dass diese Erklärungsmodelle eigentlich sehr, ja, sehr dünne Bretter sind, die da uns eigentlich so im Studium nahegebracht werden. Ja. Kann ich mich dem so anschließen und ich fühle es gerade bestätigt, wenn jemand zum Zeitpunkt, wo dieser Zahn durchbrechen sollte, eine schlimme Situation erlebt hat, eine Art oder einen Schicksalsschlag erlitten hat, dann formuliere ich das gern für meine Patienten so, dann sitzt auf dieser Zahnanlage ein Schock und dieser Schock kann dazu führen, dass in der nächsten Generation dieser Zahn gar nicht angelegt wird. Das habe ich bei einer Frau erlebt, deren Sohn einen Eckzahn nicht angelegt hat. Das ist ja nur relativ selten. Es war der rechte Eckzahn eines 14-jährigen Jungen. Und dann habe ich gefragt, ob die Mutter irgendwie ein Ereignis aus ihrem Leben benennen könnte. Nö, sagt sie, war alles in Ordnung. Und die war keine 2 Minuten bei mir aus dem Raum raus, kommt wieder und sagt, ach, Mutter, mein Bruder hat sich mit dem Motorrad totgefahren. Da war ich 14. Und auch da war klar, das ist wirklich, das hatte sie auch ausgeblendet, so wie du das gerade sagst. Das war ja also einfach gar nicht gegenwärtig in dem Moment, weil das einfach so schlimm auszuhalten war. Ja. Danke für die Erfahrungsberichte und fürs Erzählen. Okay, haben wir noch eine Frage? Alexandra, du hast eine Frage? Ja, guten Abend. Ich würde gerne nochmal, also ihr sagt immer, gucken, wann der Zahn angelegt ist. Jetzt ist es aber zum Beispiel bei mir so, ich habe tatsächlich wirklich in allen 4 Bereichen, in allen 4 Quadranten, überall, also hatte jede Menge Karies schon. Ich weiß auch, dass das schon in den Milchzähnen war, weil ich mich gut daran erinnern kann, dass ich wirklich, also ich habe wirklich ein Trauma vom Zahnarzt, weil ich, wenn ich da hingehe, da zitter ich wie Espenlaub. Ich bin da ganz, also wir hatten einen Zahnarzt, der mich als Kind wirklich, ja, da auch richtig unangenehm behandelt hat. Und aber auch die bleibenden Zähne haben alle, also nicht alle, aber ich habe in jedem Quadranten Zähne, die Riesenlöcher haben, die Kronen haben, die was auch immer. Und mir fällt es jetzt ein bisschen schwer. Ich kann irgendwie nicht, wenn ich jetzt hergehe, mir jedes, also abgesehen davon, dass ich von den Milchzähnen das sowieso jetzt gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich da Löcher hatte, wenn ich jetzt hergehe und jeden einzelnen Zahn angucke und ich frage mich einfach, ob es vielleicht eher irgendein ein grundsätzliches Thema ist, das sich da durchzieht, weil es hat auch, ich weiß, dass das relativ früh alles entstanden ist und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie nach, weiß ich nicht, 18 oder 17 oder so überhaupt noch dann Löcher in meinen Zähnen entstanden sind. Ja, das wurde dann zwar alles mal rausgeholt und durch irgendwie andere Materialien ersetzt und so, aber da sind keine zusätzlichen Löcher mehr entstanden. Und jetzt frage ich mich einfach, wo da für mich der Ansatzpunkt ist, nachdem ich da gucken kann. Also, was hast du denn erlebt als Kind? Also jetzt, was dich jetzt in deiner Struktur, ja, da habe ich bisher keinen Ansatzpunkt für mich gefunden. Das ist das. Also, und ist diese traumatische Zahnarzterfahrung auch ein Thema gewesen? Ja, gut, das war natürlich, es ist natürlich so eine punktuelle Sache gewesen und das kann ja dann eigentlich auch nur einen Zahn betreffen. Ja, also ich merke halt, dass ich, egal wie nett der Zahnarzt ist und wie gut er mit mir umgeht, dass ich da irgendwie mich immer unwohl fühle. Da ist irgendwas tief drin, das ist schon richtig, ja. Aber das ist ja was sich irgendwie hingezogen hat über eine Zeit von, keine Ahnung, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren und mindestens bis 15, 16 oder so, also über 10 Jahre, wo immer wieder Löcher entstanden sind. Und das sind auch... ja, durchaus, da fehlen durchaus große Bereiche. Den Zeitraum, den du beschreibst, ist ja in der Menschwerdung schon so ein bisschen das, wo man sich ein bisschen versucht abzugrenzen. Wie ist denn das bei dir verlaufen? Also für mich steht so ein bisschen dahinter der Satz, ich kann mich nicht wehren. Ja, also dann, du bist nicht wehrhaft und dann
du musstest halt vielleicht etwas tun, was jemand anders von dir wollte. Das ist ja auch nicht selten. Aber vielleicht war das für dich besonders traumatisch. Kannst du damit was anfangen? Nee, nicht wirklich. Im Gegenteil. Also ich habe von meiner Mutter immer eher erzählt bekommen, dass ich durchaus meinen Kopf durchgesetzt habe und auch gesagt habe, so und so. Und auch mich nicht habe da... Also sie sagt mir eher, sie ist manchmal eher an mir verzweifelt, weil ich so, ja. Okay. Ist Rebellion dein Programm? Das kann sein, dass es vielleicht was damit zu tun hat, ja. Ja. Es gibt eigentlich nur eine Vermutung. Dass du oder das, was du in dir speicherst, Augenzeuge von etwas war, was mit Malträtation zu tun hat, und zwar im Mundbereich. Mit was? Mit Malträtation? Also malträtieren heißt Gewaltanwendung im Mund, Kieferbereich. Ja. Wo einer deiner Vorfahren wahrscheinlich gefoltert worden ist. Vielleicht auch mit Herausreißen von Zähnen. Mit Zerstören, mit bewusster brachialer Kraft zu zerstören. Die dann letzten Endes die Anlage hinterlegt haben, das an weitere Generationen zu übertragen. Vor allen Dingen dann, wenn du von Löchern sprichst, deren Herkunft du gar nicht erklären kannst. Das ist meistens eine Speicherung, die aus diesen historischen Erinnerungen fußt. Ja? Also ich würde einfach mal ohne Ziel hineinfühlen und gucken, was da für Bilder kommen. Ja, und muss ich da quasi gucken, was einem Vorfahr oder einer Vorfahrin in diesem Bereich zwischen 6 und 16 passiert ist? Das ist nachrangig. Entscheidend ist erstmal, das Ereignis als solches zu erfassen. Was ist es überhaupt? Denn die Vermutung, die ich habe, liegt sehr weit zurück. Ja. Ja. Okay. Und du als Rebell bist dann wahrscheinlich diejenige, die dann sagt, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ja. Und die, die es haben machen lassen müssen, die haben wahrscheinlich aber ihr Leben verloren. Okay, ja gut, in Ordnung. Dann werde ich da mal reingehen. Brauche ich dafür den Zahnkomplex oder kann ich das mit meinem Individualmittel? Ja, das mach bitte. Du kannst dieses Individualmittel ja einfach selber beschwingen. Das heißt, du nimmst die Flasche in den beiden Händen und sagst, ich übertrage jetzt Informationen meiner Ahnen, die mit Zähnen zu tun haben und dort malträtiert sind. Und du überträgst das qua deines Bewusstseins hinein und dann führst du damit ein Ritual durch. Ich würde das nur Ritual anwenden. Okay, ja gut. Ja, das macht für mich Sinn. Das fühlt sich für mich stimmig an. Und weil es ist auch so, dass tatsächlich meine Zähne sind das Einzige. Ich bin so, sagen wir mal, ich würde sagen, medizinisch ziemlich, ich bin total selbstständig. Ich mache alles allein. Ich brauche niemanden. Das ist alles in Ordnung. Nur bei den Zähnen ist das Einzige, wo ich so das Gefühl habe, oh Gott, wenn ich da mal niemanden mehr habe, der mir hilft, was mache ich denn dann? Ja, das ist so... Da habe ich so, da steckt irgendwas noch, also als ob das jetzt weitergehen würde. Ja? Wenn du dir genau zuhörst, hast du gerade die Fährte gelegt. Du hast zwei Bedingungen geknüpft, der mir nicht hilft. Das heißt, dieses Alleinsein und Hilflosigkeit sind zwei Bedingungen, die diesen Speicher betreffen. Okay. Weil das waren die Umstände, die im Prinzip dann zu diesem Status ante quo geführt haben. Ja? Ja. Die dich heute jetzt sozusagen umtriebig machen. Ja. Mit der genau umgekehrten Intention. Ja, und da kommt wahrscheinlich dann, oder wahrscheinlich hat damit auch dann dieses Panikgefühl zu tun beim Zahnarzt, das zwar durch den Zahnarzt getriggert wurde, aber letztendlich von dort kommt. Es wird ein Bader gewesen sein. Also die Zahnärzte waren ja früher Bader. Der Zahnarzt, ich weiß nicht, das wird der Bernd wissen, wann der erste Zahnarzt als solcher bezeichnet worden ist. Die Zahnärzte galten ja niemals innerhalb des medizinischen Sektors aktiv, sondern das waren die, die im Bereich der Kurpfuscherei unterwegs waren, weil sie ja keine Mediziner waren. Die haben ja keine Medizin studiert, sondern haben sich im Bereich des Badwesens, also der Hygiene im Grunde genommen, Zähneziehen war keine Domäne des Arztes, sondern das waren die mit Tingeltangeln unterwegs waren und dann die Leute reihenweise dann auf Jahrmärkten von ihren Leiden befreit haben. Und jetzt schau dir mal deinen eigenen Tingeltangel an. Mir kommt gerade auch der Bader, der hat sich auch als Folterknecht verdingt. Also da hast du es ja schon. Ja, ja. Dann ist das die Fährte. Okay, gut. Wunderbar, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage, Carsten. Kann es auch Ihre eigene Geschichte sein? Eher unwahrscheinlich.
Eher unwahrscheinlich. Ja, weil dazu ist es zu alt. Wenn sie betroffen wäre, hätte sie ein Bild von jemandem, der sie selbst malträtiert hat. Das ist ja nur, der Zahnarzt hat das erinnerte Bild ja nur getriggert und nicht selbst verursacht. Ja, also unterscheidet zwischen Aufruf und Ursache. Der Auslöser ist nie die Ursache. Der Auslöser ist nur, der das manifestierte Bild in Bewegung bringt, mehr nicht. Das gilt ja auch für Allergien. Nicht das Allergen ist das Problem, sondern das Allergen bringt nur eine Kaskade in Gang, die uralten Charakter hat, die was mit Bedrohung zu tun hat. Und das würde ich hier gleichsetzen in Analogie. Okay. Ja, das fühlt sich auch stimmig an, dass es nicht jetzt aus diesem Leben kommt. Nein, das ist gut unmöglich, geht nicht. Also habe ich keine Empfindung zu. Nein, ich meinte jetzt nicht das jetzige Leben, sondern ihre Geschichte. Nein, das ist nicht ihre. Es ist nicht, die hat sie übernommen. Das ist etwas, was also nicht aus der Blutlinie stammt, sondern wo sie selbst betroffen war. Ich meine, wahrscheinlich ist Alexander unterwegs gewesen in einem Bereich, wo ihr wahrscheinlich eher unbekömmlich war. Ja? Du musst mal schauen, was du so getrieben hast in den Jahren 13 bis 1400, ja? Wo du da aktiv warst und welche Dinge du da fabriziert hast, ohne da vorher um Erlaubnis zu bitten. Ja? Die waren prädestiniert, um an denen Exempel zu statuieren, auf die unmöglichsten Art und Weise. Also auch schon Rebell. Natürlich. Mhm. Nur die standen im Fokus. Mhm. Ja. Die Friedhöfe sind voll davon. Ja, ja, aber dann doch alte Inkarnationen und nicht unbedingt Ahnenlinie. Aber wobei das ja beides auch das Gleiche sein kann. Also es spielt für dich keine Geige. Guck nur, was es, wohin es dich führt, in diesem Pfad folgst. Und dann löst diese Verbindungen, die dir dann unmittelbar in dein Auge erscheinen. Mach ich. Ja? Vielen Dank. Da war beim letzten Mal auch mal noch eine Frage, das passt jetzt auch ein bisschen zu dem, was Alexandra beschrieben hat. Ist es Karies, ihr liebe Zahnärzte, ist es eher so ein Thema Kindheit und Jugend und hört es dann irgendwann im Erwachsenensein auf, dass wir Karies bekommen? Warum ist denn das so? Also schulmedizinisch heißt es, die Menschen werden vernünftiger und pflegen besser. So, mehr oder weniger. Ich glaube aber, das hat mit anderen Dingen zu tun. Also sicher damit auch ein bisschen, aber es wird ja in der Schulmedizin nur runtergebrochen auf Zahnpflege. Ne? Und also gerade bei Karies, ne? Dass dann auch andere Dinge da dahinter hängen. Also ehrlich gesagt, so, ich habe mir da jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ihr beiden, Bernd und Petra? Ja, ich habe es ja eben gesagt, also so für mich steht dahinter so ein bisschen diese Zeit, ich kann mich nicht wehren, ich muss das tun, was andere von mir verlangen und da geht dann was kaputt und ich muss das wieder bestätigen, dass ich sehe das ganz oft, du hast es im Grunde auch schon bestätigt, dass in der Jugend, also ich sag mal jetzt bis zum Alter von 25, entstehen die Kariesstellen und dann habe ich in der Regel 20, 25 Jahre höchstens mit Austausch von Altenversorgung zu tun, aber so richtig frische neue Karies eher selten. Wir haben natürlich immer wieder auch Menschen, die dauerhaft immer wieder Karies haben, aber für mich ist das so ein bisschen, ich finde das immer eine gute Erklärung an der Stelle. Und wenn wir uns unsere Gesellschaft ansehen, das ist ja oft so, dass junge Menschen in Rollen reingepresst werden sollen in dieser Zeit, die ihnen nicht behagen und viele geben auf und sind eben nicht so standhaft. Und ich sehe diesen Pfad so. Ich kann es aber nicht, es ist nur für mich ist es nur ein Gefühl. Ich kann es nicht, kann da keine Studie zu vorweisen oder so. Okay, danke. Ja, interessant. Carsten, hast du noch eine Idee dazu mit dem Karies? Warum bis 25 und dann wird es weniger? Naja, irgendwann resignieren die Menschen und finden sich mit dem ab, was sie vorfinden. Das heißt, wir nennen sowas großes Arrangement. Ja? Also wenn die Dinge, die du nicht ändern kannst, für dich einfach eine Evidenz darstellen, dann macht das keinen Sinn, da gegen dieses Rebellentum nochmal in den Fokus zu stellen, sondern du ergibst dich im Prinzip. Aber die sich ergeben, brauchen letztlich auch keine Zähne mehr. Ja? Also alles, was du nicht nutzt, stirbt. Und in diesem Sterbeprozess bewegen wir uns ja nun ganz häufig und wir sehen, das beobachte ich zumindest, dass die ihre Funktionen in bestimmten Bereichen nicht leben,
dann dort sich ihre Zahn oder auch dort sich ihre Organfunktion verabschieden. Zwar eher sehr langsam und dann irgendwann ganz schnell. Ja, und Zähne, die dann natürlich sich nicht mehr manifestieren müssen, im Sinne von sich durchbeißen oder ein Behaarungsvermögen an den Tag zu legen, die werden dann, da sie natürlich im Zahnbereich die längste Verweildauer haben, ich weiß nicht, wisst ihr, wie lange Zähne brauchen, um postmortem zu verwesen? Dauert das glaube ich überhaupt nicht, ne? Die verwesen gar nicht, oder? Genau, gar nicht. Also das ist ein Hinweis darauf, das ist ja die Theorie, die ich hatte, alles, was nicht Protein ist, ist ja nicht gegengesteuert. Also Halteapparat, Skelett und Zähne gehören zu einem Bereich, der aus einer anderen Welt stammt. Das stammt nicht von hier. Ja, und ich glaube, da werden wir irgendwann eigene Linie nochmal führen müssen, um der Frage nachzugehen, woher stammt unser Halte-, Durchsetzungs- und Strukturapparat? Der ist nicht von uns und der stammt nicht von hier. Das ist also meine Vermutung. Aber das würde jetzt Abend füllen. Das würde jetzt begeben. Das fällt auch machen. Okay, danke mal. Ich hätte noch eine Frage. Katinka, ja, du bist eh dran. Genau, ja. Dann mach du noch mal weiter. Ja, gerne. Dankeschön. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr das macht hier heute und das letzte Mal. Hört ihr mich ja, ne? Ja. Gut. Mhm. Danke. Es ist wahnsinnig spannend. Ich habe die erste Sendung gesehen via YouTube, die Aufzeichnung. Und habe dreimal, gejubelt, wo Bernd sagte, das mit dem Karies. Das ist ja, dass man ja, wenn man eine Substanz in den Mund nimmt, dass ja nicht alle Zähne betroffen sind von Karies, sondern denn nur, sagen wir mal, der Elfer und der, weiß ich was, der Backenzahn hinten. Ne? Dass dieses Karies ja nur bestimmte Zähne angreift. Ich habe Karies, Parodontose oder abgebrochene Zähne und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Ein Backenzahn zum Beispiel hinten, da ist, ja, das ist wie als wenn einer gebohrt hat. Da ist der Zahn, wie heißt das, waagerecht. Ist so richtig der Schlitz drin. Also nicht, dass man sagt, von oben, da wo man dann aufbohrt. Nee, an der Seite außen. Oder ich habe vor einer Weile habe ich eine Macadamia gegessen und da ist mir ein Backenzahn abgebrochen, alle drei Backen. Jetzt habe ich noch eine Backe da stehen. Der war wahrscheinlich unterwandert. Ich weiß es nicht, aber der war vollkommen in Ordnung, der Zahn. Aber was hat das denn zu bedeuten? Also für mich hörte sich das jetzt gerade an wie Putzdefekt. Bernd, du auch? Hast du das auch so? Also zu den keilförmigen Effekten, so hat es sich auch für mich angehört. Ja, genau. Die nehmen aus meiner Sicht erheblich zu. Ich muss dazu allerdings sagen, schulmedizinisch gibt es da entstehungsgeschichtlich so die Theorie, dass das vom Putzen kommt. Ich halte das für ein Gerücht, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man mit einer Zahnbürste ein Stück aus einem Granitblock rausbürsten kann. Das ist für mich mechanisch einfach nicht vorstellbar. Deswegen ist meine Theorie da eher, dass eben Überbelastung, die ja durch Knirsch-Press-Phänomene, die wir vermehrt beobachten in der Welt, in der wir leben, dass da eben Teile des Zahns am Zahnhals ausgesprengt werden und dann kann möglicherweise auch Putzen mit dazukommen. Also der Zahn wird belastet, verformt sich und bricht dann an der filigransten Stelle, brechen Stücke raus und die dann irgendwann immer tiefer werden. Das beobachte ich also in den letzten Jahren wirklich vermehrt. Also das ist, hat extrem zugenommen aus meiner Sicht. Aber ich glaube, das spielt auch die elektrische Zahnbürste mit, aus meiner Sicht. Viele benutzen die und setzen viel Druck an und haben dann diese, was Bernd gerade sagt, dieser Punkt, wo sich Zahnschmelz und Wurzelzement treffen. Das ist nämlich die filigranste Stelle. Und wenn die verletzt ist, sei es durch Druck, das rausgesprengt ist oder durch zu intensives Putzen, dann liegt das Dentin frei und das ist eine relativ weiche Substanz, die natürlich ja, dann auch putztechnisch verletzt werden kann, beziehungsweise noch mehr raussprengt. Ne? Also so sehe ich das. Also für mich steht dahinter, ich versuche mich durchzubeißen, ich finde keinen Weg. Ja. Also es bricht quasi, ich versuche Druck aufzubauen, aber
ich zerstöre damit eigentlich mich selbst. Ja? Das ist so das, was ich jetzt gerade da für ein Bild von habe. Ja. Also ich finde, wenn das so auf einzelne Zähne bezogen ist, dann macht das schon Sinn zu gucken, wohin gehört dieser Zahn, welche Bedeutung hat er. Und für mich ist auch das Phänomen, wenn da so viel Druck eine Rolle spielt, woher kommt dieser Druck, wem gilt dieser Druck? Und wir haben nachts eine wahnsinnige Kraft, können die zwischen die Backenzähne setzen. Das nee, Knirschen am Tag nicht. Aber so viel Druck wird danach entstehen oder aufgebaut oft. Und wenn es sogar dazu führt, dass die härteste Substanz deines Körpers dann zerbricht, dann dieses Wort zerbricht, wo zerbricht noch was oder wo ist schon was zerbrochen? Das wären so auch Fragen, die ich mir stellen würde an deiner Stelle. Naja. Zum Beispiel. Ich habe auch sehr früh oben alle Zähne als Krone. Die sind jetzt 40 Jahre alt, die Kronen. Halten bombig. Ich traue den neuen nicht. Jeder Zahnarzt will die gleich wegmachen und erneuern. Jo. Sind die auch im Seitenzahnbereich oder im Frontzahnbereich? Front. Die ersten sechs. Die vorderen sechs. Mhm. Bis zum Eckzahn, ne? Die habe ich auch sehr früh bekommen und es passte auch so, was Carsten und ihr so erzählt habt, von den Themen her. Das passte schon alles, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie lange Kronen heute halten, ja. Aber wo Carsten das letzte Mal erzählt hatte, dass wenn was immer wieder rausfällt, dann, dann wird das nicht angenommen oder dieses Ritual machen. Das habe ich nie gebraucht, ja. Ich kann einen Äpfel beißen und alles und die halten Bombe 40 Jahre lang schon, ja. Also die habe ich wohl gut angenommen oder akzeptiert oder respektiert, weiß ich nicht. Nicht dazu sagen soll. Ja, gut. Das war's von mir. Also, herzlichen Dank. Kannst du was Dank. Damit anfangen, Katinka, mit dem Sachen, mit diesem vielleicht auch hart zu sich selber zu sein, weil wir haben es im letzten Mal ja wirklich gesagt, Petra hat es, glaube ich, gesagt, es ist nach Granit das härteste Material. Es war so, Petra, oder? Ja. Und du schaffst es, Katinka, dieses harte Material mit so einer Kraft wirklich zu sprengen quasi, zu zerreißen, aufzubauen. Also ich habe in dem Moment der Macadamia die Schuld gegeben. Nee, ja, ist schon. Schon klar. Ist auch noch, ich meine, ich habe das Glück dann wahrscheinlich, weil ich wohne in Berlin. Ich kann ja dann mal zu Bern gehen. Okay. Ach ja, gut, okay. Ich danke euch. Ihr macht es toll. Immer wieder schön. Christina, du auch. Dankeschön. Schön, dass du sagst für uns alle. Ja. Gut, danke. Schön. Danke euch. Okay. Was weiß ich, hat eine Frage. Schieß mal los, was weiß ich. Ich mach die Katinka mal raus. Die Helena hat schon eine gelbe Hand. Auch was weiß ich war vorher, Carsten, aber mal gucken. Okay. Ich sehe, du siehst mehr als ich, du bist der Host. Aber irgendwie ist, was weiß ich, gerade nicht anwesend? Ich weiß es ja jetzt. Ja, vielleicht. Dann Helena, magst du deine Frage stellen? Rund ums Thema Zahn, Zähne, Kiefer, was auch immer? Bin jetzt zu hören? Ja. Gut. Aber ich kann warten. Na, du kannst, mach doch jetzt. Bei Helena ist noch stumm, dann darfst du jetzt. Aha. Hallo in der Runde. Ja, mein Problem ist sehr vielfältig. Ich habe eigentlich als Kind keine Probleme mit den Zähnen gehabt. Du hattest kein Problem mit den Zähnen? Ich glaube, sie ist weg. Das waren dann die
die Weisheitszähne. Und dann war wieder eine Zeit der Ruhe. Und nach der Scheidung, oder eigentlich noch während der Scheidung, hat dann mein Zahnmartyrium erst so richtig begonnen. Zuerst habe ich eitriges Zahnfleisch gehabt, das ist 5-mal aufgeschnitten worden. Dann bin ich vom Zahnarzt in die Zahnklinik geschickt worden. Von dort haben sie mich auf die Kieferchirurgie geschickt. Ich habe dann meine Weisheitszähne entfernen lassen müssen, weil die die Backenzähne ausgehoben haben. Dann habe ich fürchterliche Entzündungen gekriegt. Ich war ein Dreivierteljahr im Krankenstand damals. Habe jeden Tag in die Zahnklinik müssen. Dann hat sie sich wieder ein bisschen beruhigt. Und irgendwann hat es dann angefangen, meine Zähne sind zum Teil zerbröselt. Ich habe dann ziemliche Panik gehabt, habe natürlich einen Zahnarzt gemieden, wie die Pest, habe Zahnfleischentzündung gehabt, ich habe chronische Entzündungen und ich habe mit dem Trigeminus sehr lang Probleme gehabt. Muss auch heute sehr aufpassen, ich kann nichts Heißes oder Kaltes essen. Und vor 1,5 Jahren hat mich meine Freundin dann zu ihrem Zahnarzt geschleppt und der hat dann innerhalb einer Sitzung meine Zähne gemacht oben, was echt eine Wahnsinnssache war. Und dann dann habe ich Gebiss gekriegt, habe es aber mit dem nicht ausgehalten, habe Entzündungen gekriegt wieder. Und dann habe ich ein anderes Gebiss gekriegt und das kann ich auch nicht aushalten. Und jetzt habe ich halt unten so ziemlich alle Zähne bis hinten, links. Und oben habe ich nur auf der rechten Seite Zähne und die andere Seite fehlt mir total. Hast du Erfahrung mit den Mitteln von mir? Bitte? Hast du Erfahrung mit meinen Resonanzmitteln? Ja. Mit welchen? Basiskomplex, dann Alpha und was war das noch? Mutkomplex. Hast du Rituale damit durchgeführt? Ach, das war ein Problem, weil ich bin dann hingefallen, bin wirklich schwer gestürzt und habe mir die linke Hüfte sehr verletzt und habe dann so lange nicht stehen können. Und ich kann überhaupt nur mit Krücken gehen. Und das war echt das Problem für mich, so lang zu stehen.
Das heißt, du bist während des Rituals gestürzt? Nein. Nicht während dem Ritual, aber ja. Ich habe einfach die Fallsucht, glaube ich. Du, Carsten, in so einem Fall kann man das Ritual auch sitzend durchführen, wenn sie nicht ja, so lange stehen kann, schon, ja. Oder? Oder an der Wand anlehnen. Ich würde es mal ein bisschen probieren, mal ein paar Minuten auszuhalten, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Denn das Stellen hat eine Charakteristik. Ich stelle mich ja. Ich weiß nicht, ich liege mich oder ich setze mich. Mhm. Stellen hat etwas damit zu tun, dass ich eine Haltung einnehme vor dem, was da sich vor mir auftut. Aber ich würde dir empfehlen, den Basiskomplex mal ein, zwei Wochen lang alleine zu sprühen, so häufig wie es geht. Ja? Und dann am Ende dieser zwei Wochen nochmal ein Ritual durchzuführen, im Sitzen eventuell. Und dann lässt du zu, was dort passiert. Also wenn du dir das zutraust, versuch dir irgendwann mal diesen Zahnkomplex noch zu besorgen. Ja, und bau den in den Wechsel mit Basiskomplex ein. Also auch wenn diese Zähne verschwunden sind, sind die energetischen Ressourcen trotzdem da. Und vielleicht kannst du da einen Anknüpfpunkt finden, der dir erlaubt, da etwas wiederherzustellen auf energetischer Ebene, dass dir zumindest den Halt, der dir verloren gegangen ist, auf einer bestimmten Art und Weise wieder zu holen. Ja? Vor allen Dingen dann, wenn du alleine bist. Du solltest jemanden an der Hand haben, der dir eine gewisse Form von Unterstützung gibt im Tage und bei solchen Arbeiten auch. Wenn du es ganz alleine machst, ist das eine sportliche Herausforderung. Also mute dir nur das zu, was du glaubst, tatsächlich leisten zu können. Ansonsten lass es von den Experimenten. Ich weiß, viele neigen dazu, sich damit durchzuexperimentieren, lass davon die Finger. Kann das damit zusammenhängen? Ich weiß nicht, ob das war ein schleichender Prozess, aber ich habe fürchterliche Energieverluste. Das ist zwangsläufig, weil wenn deine Zähne offen sind oder die Wurzeln, die gezogen worden sind, wenn dort weiterhin Energie ausströmt, verlierst du an Kraft. Es ist ein erschöpfender Prozess und dieser Zustand hält dann so lange an, bis du den Dingen auf den Grund gehst. Aber wie alt bist du? 70? 75? 60. 60. Wenn du das mal hochrechnest, wie lange du schon mit diesen Dingen sozusagen erfolglos umgehst, dass das letzten Endes ein energiezehrender Prozess ist, den du alleine nicht bewältigen kannst. Also ich würde das nicht alleine machen, sofern das nicht anders geht. Also versuch dir irgendwie zumindest für eine Stückweise dieser Reise eine Hilfe zu holen, die dir dann, wenn du wirklich schon in dem Kaninchenbau unterwegs bist, dass du dann dort zumindest eine zeitweise Unterstützung und eine Hilfe und eine Begleitung bekommst. Ja, das ist nicht einfach, wenn du gerade in dem Bereich unterwegs bist, die du hier schilderst. Zumal die Entzündungsprozesse darauf hinweisen, dass die Konfliktsituation ungelöst ist. Ja, ich habe ziemlich viele Baustellen, denke ich. Also mach's nicht alle gleichzeitig, bau nicht, also mach nicht alle Fässer gleichzeitig auf, sondern kümmere dich um ein Fass und dann noch ein Fass und dann das dritte Fass, aber nacheinander, nicht parallel. Ja? Ja. Eine Frage hätte ich noch. Ich habe da die Mittelchen genommen und ich habe hauptsächlich auf der rechten Seite ich kann nur sagen, fürchterliche Löcher gekriegt, die ja sehr wehtun, zum Teil jucken, bis zum Hals hinunter. In den Zähnen Löcher? Nein, in der Haut, im Gesicht. Okay, durch das Sprühen hervorgerufen? Nehme ich an. Gut, dann weißt du ja, was da los ist. Das heißt, du hast dann Verletzungen in dir gespeichert, wahrscheinlich Schussverletzungen oder Stichverletzungen, ja, die sich jetzt allmählich auf diese Art und Weise sukzessive zeigen. Also umso dringlicher mein Rat, besorg dir irgendeine Form von Hilfe, die, wenn du den Prozess aber abarbeiten möchtest, die dich dann zumindest eine gewisse Zeit begleiten. Ja, das wirst du alleine und nicht durchstehen. Und was ich noch habe, seitdem meine Augen sind sehr entzündet und total verklebt. Müssen sie ja, weil das, was du gesehen hast, ist schmerzhaft gewesen. Aha. Ja? Der Körper zeigt dir in der Nachschau, was du erlebt hast.
Und die, mhm. und die Körperebenen sind immer ein Hinweis darauf, dass du da jetzt aktiv wirst, weil du dort die Erinnerung siehst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du es nicht sehen kannst, dann sind es dann die Organe, die mit dem Sehen zu tun haben, also die Augen. Mhm. Ja? Ja. Gut. Okay, dankeschön. Bitteschön. So, wo war jetzt die gelbe Hand? Die ist wieder weg verschwunden. Die Helena ist jetzt dran. Genau. Wo ist sie denn? Was ist denn? Gib mir! Helena, magst du deine Frage stellen? Was ist los mit dir? Hm? Los! Da ist sie. Da ist sie, super. Wir hören dich noch nicht, Helena? Das Mikro musst du anmachen. Und warte, ich schicke dir mal was, dass du das Mikro anmachst. Guck mal, ob das kommt. Okay. Ich glaube. Kannst du mich hören? Ja. Super, jetzt klappt es. Ja, tada. Es geht. Ja, schön, freut mich. Hallo zusammen. Ich habe auch eine Frage. Also ich glaube, die ähnliche Geschichte wurde schon erzählt von einer Dame. Mir ging es auch so, dass ich auch wirklich als Kind schon sehr schlechte Zähne hatte. Ich hatte sogar auch oben links auch so eine Zyste als Kind ständig, da sich Eiter gebildet hat. Und auch an diesen Zähnen wurde dann später, als ich älter war, Wurzelbehandlung gemacht. Und die Zähne wurden auch irgendwann mal endgültig gezogen, zwei Zähne, weil da auch eine Zyste da an der Wurzel war. Und also meine Zähne sind sehr schlecht. Ich habe wirklich ständig Karies. Unten links wurde auch schon Backenzahn gezogen, weil der einfach so kariös war. Mein Zahnfleisch geht zurück. Und ihr habt es ja gesagt, das ist das Thema mit sich nicht wehren können. Ja, das kenne ich ein bisschen von mir. Ich bin eigentlich innerlich absoluter Rebell, aber äußerlich konnte das als Kind nie leben, weil ich wahrscheinlich nie die Stärke hatte damals. Genau, und ich habe auch ständig, also ich habe wirklich auch einen ganz unangenehmen Mundgeschmack, also wirklich einen Mundgeruch dauernd. Ich bin ständig am Zähneputzen machen, das belastet mich so dermaßen, das ist wirklich so unangenehm. Und ja, was können Sie dazu sagen? Für mich kommt ein bisschen die Assoziation, wenn die Milchzahnwurzel schon so rebellisch war, dann ist der bleibende Zahn, also die Energie oder das Thema auf diesem Zahn ist geblieben, egal ob als Milchzahn oder als bleibender Zahn. Und dann kann man sich wirklich auf den Weg machen, zu gucken, welche Bedeutung hat dieser Zahn. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, dass jeder Zahn eine Organzugehörigkeit hat, eine Themenzugehörigkeit. Ja. Und dann haben wir ja schon mehrfach formuliert, dass die linke Seite eher unsere Themen mit dem weiblichen Aspekt sind, die rechte Seite körperliche Beschwerden eher so die Beziehung zu männlichen Aspekten beinhalten kann. Und wenn es oben links, also Milchzahn, dann wäre es also Milch 4, Milch 5, bleibend also dann auch 4 und 5, ist das Thema Lunge, Dickdarm. Frage, wo war dein Raum als Kind? Lunge ist ja meine Vitalität, mein Platz, welchen Raum nehme ich ein? Und habe ich diesen Platz mir dann später holen können? Ja, nein. Also das könnte so eine Fährte sein. Und wenn du immer wieder mit Mundgeruch zu tun hast, dann wäre die Frage nach der bakteriellen Besiedlung in der Mundhöhle. Warum kommen da sozusagen Parasiten zu dir? Was lässt du dazu, dass sich da so Fremdlinge einnisten? Dann hatten wir ja vorher das Thema, wie viel kann ich mich wehren gegen solche Besiedlung? Ja, nein. Dann ist das wahrscheinlich nicht eben nur dieses lokale Geschehen und mit Zähneputzen oder Mundspüllösung oder so kriegst du es dann auch eher nur kurzzeitig behoben, aber die Ursache ist damit ja nicht weg. Mhm. Aber du kennst aber auch die Mittel von Carsten? Ja, ich habe heute welche erhalten. Ja, gerade heute eben. Also ich habe hier natürlich auch was zum Abnehmen. Ich hoffe, es wirkt. Und ich habe dieses Psy-Komplex für mich und das Lebenserfüllung-Komplex. Das hat mich irgendwie angesprochen. Ich habe auch diesen Test gemacht.
Gut, die Zähne habe ich jetzt nichts, aber ich wollte erstmal das probieren und dann kann ich ja immer noch was anderes probieren. Genau. Und du, der Zahnkomplex, vielleicht sogar Milchzahnkomplex, wenn du sagst, es war in der Milchzahnzeit schon Thema, kann man auch gut mit Milchzahnkomplex einsteigen, weil das sind eben ja diese alten Themen, die sich da in den Zähnen widerspiegeln. Ja. Also ich empfehle dir, möglichst rasch das Ritual mit dem Zielkomplex durchzuführen. Die Tatsache, dass du heute noch Mercaptane ausdünstest, also das sind diese Thioether-Verbindungen, die auf Zersetzungsprodukte hinweisen, zeigen, dass, obwohl die Zysten nicht mehr da sind, die Höhlen sich dennoch mit Energien gefüllt haben, und zwar bis in die Gegenwart hinein. Mhm. Ja, das ist immer ein Zeichen dafür, dass eben Wurzelbehandlungen eben nicht so durchzuführen sind, wie manche Patienten oder auch wie manche Zahnärzte glauben, dass es durchzuführen sei. Da Bernd kann, glaube ich, eine Geschichte erzählen, dass du musst Künstler sein, um tatsächlich filigran dort in all diesen Verästelungen zu reinigen. Ich halte das für ein fast unmögliches Unterfangen, vor allen Dingen dort, wo du mehr als 3 oder 4 Wurzeln hast pro Zahn, wird es umso schwieriger, dort wirklich erfolgreich zu sein. Aber die Tatsache, dass du jetzt Mercaptane ausdünstest, heißt, die Konflikte sind noch da, immer noch. Mhm. Ja? Und wahrscheinlich auch die, die Verursacher sind auch noch da. Mhm. Ja, wahrscheinlich in deinem Familienumfeld. Mhm. Ja, ja, deswegen Psi, um dir einfach klar zu werden, unter welchen Dressuren warst du unterwegs, welche von denen sind noch wirksam bis heute und was kannst du jetzt tun, um die sukzessive unwirksam zu machen. Wird auch ein Ritt. Ja. Ich will hier nochmal kurz einwerfen, dass in meiner Erfahrung, wenn ich solche Geschichten höre und ich schaue mir dann Röntgenbilder an und mache eine Untersuchung im Mund, dass das nicht selten auch so ist, dass hier der Zahnarzt eine nicht unentscheidende Rolle spielt. Also warum Menschen immer wieder zum Zahnarzt müssen, hat auch durchaus was damit zu tun, wie die Zähne irgendwann mal versorgt wurden. Das ist, wir tun immer so, als wäre das ein gewisser Standard, aber da gibt es doch sehr, sehr große Unterschiede. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Füllung von Anfang an schon einen Spalt hat oder übersteht, dann ist es natürlich eine Situation, die dann immer wieder zu Zahnfleischentzündung führt oder zu neuer Kariesbildung beiträgt. Und dann ist es so, dass häufig dann gesagt wird, naja Mensch, Sie haben ja immer schlechte Zähne gehabt. Ist ja kein Wunder, dass da schon wieder was ist und da kann man nun nichts machen bei Ihnen. Und dann sind die Menschen total verzweifelt, aber letztendlich, wenn dann einmal das vernünftig befundet wird und ganz sauber gearbeitet wird, ganz nach und nach, dann können diese Probleme auch plötzlich verschwinden. Also das ist nur mal als Ergänzung zu sicherlich einer Veranlagung, die erstmal zu dem Problem geführt hat, aber es ist dann auch irgendwann zahnmedizinisch auch lösbar. Mhm. Als Hoffnung für dich. Ja. Okay, danke. Ja, ich habe auch sehr viel Angst vor Zahnarzt, weil der haben damals bei uns auch, als ich Kind war, alles durchgebohrt, alles voll mit Amalgam. Ich habe es zwar entfernen lassen, aber es war wirklich, die haben, ja, das war noch damals Kommunismus, dann damals, wo ich herkomme, und da wurde das einfach gemacht. Da wurden wir zum Zahnarzt geschickt, alle, und das war für mich auch ein Riesenhorror, also der Zahnarzt. Wo stammst du her? Aus Tschechien, aus Prag. Mhm. Aus Prag. Mhm. Hast du da noch Beziehungen hin? Verbindung? Ja, schon. Ja? Dann besuch mal die Seufzerbrücke. Da gibt es eine Statue. Welche? Die Seufzerbrücke. Mhm. Ja? Da wird etwas für dich warten oder auf dich warten. Es gibt dort eine Reihe von Abbildungen an dieser Brücke. Okay. Figuren. Also kommt gerade in Anlehnung an das, was ich dem Holger erzählt habe. Ja, ob der Brücke was von dir oder für dich zu erkennen. Okay. Ja, danke. Kannst du was damit anfangen, Helena, jetzt soweit? Ja, doch, auf jeden Fall. Dankeschön. Ich bin schon auf die Mittel gespannt, wie das wirkt. Fein, ein gutes Gelingen. Dankeschön. So. Wir haben 1,5 Stunden. Wir gucken mal, dass wir vielleicht noch 2, 3 Fragen beantworten können. Katrin, was ist deine Frage? Ja, hallo. Erstmal hallo an die Runde. Könnt ihr mich gut verstehen? Super, ja.
ganz neu bei euch und das ist auch meine erste Wortmeldung. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ich lege erstmal los. Also ich habe zwei Problemzähne. Und zwar im Oberkiefer die kleinen Backenzähne, das ist die 15 und die 25. Und vor circa 20 Jahren wurden an diesen beiden Zähnen eine Wurzelbehandlung durchgeführt. Dann hatte ich ja über die Jahre immer mal wieder Probleme, ja, wenn ich Nebenhöhlenentzündung hatte oder Erkältung, haben sich die Zähne immer mal wieder gemeldet. Dann wurde bei einem ganzheitlichen Arzt herausgefunden, dass diese beiden Zähne eine versteckte Entzündung haben. Also die Wurzelspitzen waren entzündet bei beiden Zähnen. Deswegen wurden mir diese beiden Zähne gezogen, also die 15 und 25. Das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Der Kieferknochen ist wunderbar verheilt. Und jetzt sollen da halt Implantate rein. Also ich möchte gerne Implantate haben. Aber ich spüre auch irgendwie, dass es energetisch noch nicht gelöst ist, dieser Konflikt. Also ich spüre das irgendwie. Und witzigerweise, ich habe auch recherchiert, wofür stehen diese Zähne, die 15, 25. Die stehen auch für die Bereiche im Körper, wo ich so mein Leben lang die größten Probleme hatte. Ja, das sind Brustwirbelsäule, Lunge vor allen Dingen und aber auch mittlerweile ja Darm. Ja, und manchmal auch Stirnhöhle. Also das sind, also diese Organe stehen genau, ja. Also ja, da ist auf jeden Fall irgendwas nicht gelöst. Das spüre ich. Und bevor ich mir jetzt diese Implantate einbauen lasse, möchte ich das ja auch gerne geklärt haben, weil ich nicht möchte, dass die Implantate dann abgestoßen werden oder dass es da irgendwelche Probleme gibt. Und ich hab die Wässerchen auch noch nie ausprobiert, würde mir aber gerne jetzt mal welche bestellen. Ja, könnt ihr mir da irgendwelche Tipps geben, was ich tun kann? Also nochmal die 15 und die 25, genau. Also dir geht es darum, zuerst zu gucken, was hinter den Zähnen steht, bevor du dann mit deinen Implantaten beginnst, richtig? Also ich glaube, in der letzten Folge sagte ja Carsten, dass das Problem erstmal behoben werden muss, weil es sich sonst weiter ausdrücken würde. Ne? Also so habe ich das verstanden. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mit der Lunge, also seit ich ein Kleinkind bin, habe ich Asthma und auch als kleines Kind schon viel Bronchitis gehabt, war viel im Krankenhaus deswegen, habe heute auch noch allergisches Asthma, hatte auch schon zwei Lungenentzündungen. Die letzte Lungenentzündung ja, war 2019. Ja, Bronchitis hatte ich dieses Jahr auch schon. Ich hatte zeitweise eine chronische Sinusitis, die konnte ich jetzt ganz gut abbauen. Ich hatte mit dem Darm Probleme, weil ich häufig Antibiotika nehmen musste. Und dann haben sich auch irgendwann Pilze, also Candida, hatte ich im Darm. Das ist jetzt so einigermaßen behoben, glaube ich. Ja. So, und ich habe auch ganz viele Allergien, ne, vor allen Dingen gegen Tiere, Tierhaare, Pollen und so weiter. Ja. Und ja, das hängt irgendwie alles zusammen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich möchte jetzt erstmal mich um die Zähne kümmern. Ja. Ich würde den Fokus nicht auf die Zähne richten. Die Zähne sind das Ende deiner Fahnenstange. Aha. Ich würd beim Mikrobiom anfangen. Also die Besiedlung, die dir hilft, zu leben. Also es ist die Organisation von Mikroorganismen in deinem Darm, die dich überhaupt leben lässt. Ja? Und die besiedelt dann irgendwann, wenn Konflikte da sind, sich über die Areale, die du gerade genannt hast, Bronchien, Lunge, wahrscheinlich noch andere Bereiche aus deiner Kindheit, die werden dort wahrscheinlich sich einen Weg gefunden haben und manifestieren sich gerade in den Bereichen, die du gerade angesprochen hast. Also ich würde empfehlen, Kinderkomplex von Mikrobiom einzusetzen. Mhm. Es werden sich automatisch die Bereiche melden, die wahrscheinlich über das hinausweisen, das, was du gerade erwähnt hast. Und damit bekommst du die Linie, auf die du schauen solltest. Und wenn du das Ritual damit durchführst, bekommst du sehr schnell Informationen darüber, was dort in dir wirkt. Ja, also mit dem Mikrobiom hatte ich auch mal die Empfehlung bekommen, mich ketogen zu ernähren.
also Kohlenhydrate weitestgehend wegzulassen. Das habe ich auch so 2 Jahre ganz gut durchgehalten. Ja, aber jetzt bin ich wieder zurückgekehrt zu den Kohlenhydraten. Ja. Das heißt, das funktioniert einfach nicht. Die Idee, das wegzulassen, was Pilze brauchen, um zu leben, ist eigentlich kurzfristig gedacht. Du musst dir der Frage nachgehen, warum du einen idealen Lebensraum dafür zur Verfügung stellst. Das ist die Primärfrage. Ja, und der Mikrobiomkomplex, von dem ich spreche, aus meiner Linie, der hilft dir, diese Besiedlung, die ja nun weit über das hinausgeht, was wir kennen, also das, was wir in den Rezepturen kennen, aus den klassischen Formulierungen von Parenterol, die ja im Prinzip nicht die Keime oder die Mikrobiombestandteile anbieten, die du brauchst, um Immunkompetenz aufzubauen, funktioniert deswegen nicht, weil du brauchst Anaerobia. Und Anaerobia kannst du pharmazeutisch nicht formulieren. Deswegen habe ich einen anderen Weg gewählt, das energetisch zu simulieren. Kannst du dann auf diese Art und Weise dein ursprüngliches Mikrobiom wiederherstellen. Ja? Und dann auf diesem Wege dann sozusagen eine Flora etablieren, die dir erlaubt, erstmal diesen Status ante quo wiederherzustellen. Und dann machst du dich, wenn du dann gerüstet bist, auf die Fährte. Okay, also Mikrobiom und Komplex. So heißt das Kinderkomplex. Die ja. Reisebeginn empfehlen. Ich wollte mir auch schon mal geboren werden bestellen. Hatte ich mich irgendwie hingezogen gefühlt. Dann nimm das anstatt Kinderkomplex. Okay. Und ich wurde mit 14 getauft und konfirmiert. Und ich möchte auch gern dieses, das wegbekommen. Also dieses später, so, nicht jetzt. Später. Tritt erstmal an und dann löst dich von den Signaturen, die auf dir sitzen. Also dann kann ich geboren werden neben Komplex und Mikrobiomkomplex, richtig? Wenn das eine Sendung sein sollte, dann nimm den Alpha 1 noch dazu, dann bist du da schon mal durch. Dann kannst du dann den Alpha 1 stehen lassen in deinem Haus, in deiner Wohnung und der wirkt dann dort bereits. Also du meinst dann Alpha 1? Das ist das Taufentsiegelungsprogramm. Ach so, okay. Also Alpha 1, Kinderkomplex oder geboren werden und dann noch Mikrobiom. Richtig? Mit denen, das wäre dann deine Trias, genau. Alles klar. Okay, danke schön. Ja, bitte. Vielen Dank. Okay, Katrin, super. Also Babsi, bei dir hat es doch geklappt mit der Handheben, sehe ich. Dann machen wir jetzt die Babsi noch, die letzte Frage, und dann machen wir noch die 2 aus dem Chat. Erzähl mal, Babsi. Ja, erstmal guten Abend. Was ich mal kurz erzählen wollte, als ich 12 war, bekam ich eine Klammer. Ich war beim Kieferorthopäden, meine Mutter war dabei. Und der Kieferorthopäde schaute meine Zähne an und sagte zu meiner Mutter, in meinem Beisein, mit 20 hat die eine Vollprothese, so schlechte Zähne hat die. Und heute, 50 Jahre später, habe ich immer noch alle Zähne. Das wollte ich nur mal sagen. Ne? Und das muss ich immer wieder zum Besten geben. Ja, dann kaue ich gerne Kaugummis. Und zwar Xylit. Was sagen die Zahnärzte dazu? Kann man das machen? Da ist ja kein Zucker drin. Xylit ist ja, glaube ich, Kunstzucker oder sowas. Nicht? Ersatzzucker. Hat man mich jetzt verstanden? Ja. Das ist gut. Was sagen die Zahnärzte zum Kaugummi-Kauen mit Xylit? Ich bin kein Freund von Kaugummi-Kauen, weil wir haben schon genügend Probleme mit Fehlfunktionen. Und wenn die Menschen jetzt noch tagsüber ihre Muskulatur für diese Ablenkung da trainieren, rate ich davon ab. Prinzipiell ist natürlich besser ein Kaugummi, der keinen Zucker enthält, zu nehmen, wenn man das dann nicht sein lassen kann. Aber ich rate prinzipiell davon ab, wann immer die Frage an mich gestellt wird, ja, weil ich das ist auch wieder so ein industrieller Zweig irgendwie, die dann ein Alternativprodukt anbieten, was aber irgendwie auch eine gewisse Abhängigkeit verursacht. Die Leute wollen das dann immer mehr machen und der Drang nach Zucker wird dann gesteigert durch diese Zuckerersatzstoffe. Also ich finde, das ist ein Irrweg. Aber klar, wenn es dann sein muss, dann lieber einen, der keinen Zucker enthält. Ist das schlecht für die Muskulatur oder warum? Ja, in meinem Alter ist das doch egal. Also. Ja. Oder? Petra, was weißt du?
Also ich bin auch kein Freund von Kaugummi kauen, weil wir beim Kaugummi kauen eigentlich immer exzentrische Bewegung des Unterkiefers haben. Dafür ist ein Scharniergelenk nicht wirklich ausgelegt. Ach so. Das ist so ein Aspekt, den Aspekt, den Bernd nannte, wenn Kaugummi, dann zieht sich ja besser als mit herkömmlichem Zucker. Das ist durchaus, wird ja mal wieder erwähnt, zum Stimulieren des Speichelflusses nach dem Essen oder so mal so einen Teil zu nehmen. Ich selbst stelle mir vor, warum muss ich die ganze Zeit wieder keuen? Frage ich einfach mal so. Was hole ich da mal wieder hoch? Für welches Thema ist es ein Ersatz? Und ich sage meinen Patienten, ich finde es, und ich sage genau dieses Wort, Entschuldigung, ich finde es ist eine Verarsche des Magens, wenn ich dem die ganze Zeit suggeriere, der Verdauungsprozess beginnt ja im Mund. Das heißt, wenn ich abbeiße und das gut einspeichle, gut zerkleinere, dann beginnt die Verdauung. Damit wird ein Signal zum Magen gesetzt, halt stopp, es kommt gleich was, fangt man auch schon an mit der Säureproduktion. Dieses Regulationssystem wird ja völlig außer Kraft gesetzt, wenn man die ganze Zeit dem Magen signalisiert, kommt gleich was und es kommt gar nichts. Okay. Und wie verhält sich der Magen, wenn er nun wirklich ein Abendessen oder ein Spargelessen jetzt oder bekommt? Dann soll er auf einmal richtig funktionieren. Okay. Im Sinne von die Verdauung regelrecht begleiten, in Gang setzen und so weiter. Okay, gut, danke. Spannend, finde ich aber wirklich die Frage, welche Bedeutung das für dich wirklich hat, die ganze Zeit den Kiefer zu bewegen. Jetzt nicht für mich, aber sondern einfach mal zum drüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich? Just for fun. Keine Ahnung. Einfach so. Okay, ja, oder das ist schön. Es wird auch dann zur Gewohnheit, zur schlechten eigentlich. So. Ja. Auch eine gewisse Abhängigkeit, also das erlebe ich immer so vom Patienten, das geht nicht mehr ohne und es ist dann total Stress auch irgendwo, wenn man ohne ist, ohne diese Gewohnheit, ne? Ja, so schlimm ist es nicht, aber ich finde es besser als Rauchen. Ich habe mal geraucht und seitdem kaue ich Kaugummi danach. Als ich aufgehört habe, habe ich ein Kaugummi gekaut. Ja, gut. Okay, danke schön. Wonach du suchst. Bitte? Dann frag dich, wonach du tatsächlich suchst. Mhm. Keine Ahnung. Das wirst du heute nicht beantworten können, aber. Nein. Das ist die eigentliche Frage. Was suchst du bis heute? Ja. Okay. Gut. Danke, Babsi, und die Antworten. Schön. So, wir haben mal wieder 15 Minuten überzogen. Schaffen wir irgendwie immer. Wollen wir noch ein, zwei Fragen machen aus dem Chat? Was sagen die Zahnärzte? Machen wir noch? Was denn? Okay, also dann nochmal interessant. Wir haben hier jemand, der einen Abszess an Zahn 35 hat und eine Zahnfleischtasche am 33er. Also eine Zahnfleischtasche, die auch immer mit Eiter gefüllt ist. Und der 33er, der wurde schon zweimal behandelt, doch ohne Erfolg. Das heißt, diese Zahnfleischtasche wird behandelt, da ist auch Eiter drin, aber es bringt wohl nichts. Welche Themen oder Außenstände sind denn damit verbunden? Meine Oma väterlicherseits hatte diese Zahnfleischtasche auch bis zu ihrem Tode. Wie kann ich da vorgehen? Zahnfleischtasche mit Eiter. Am nächsten Zahnarztbesuch eine Probe ziehen. Individuelles Mittel für dich, Carsten, oder wie? Da würde ich nicht lange rumexperimentieren, weil wenn das ständig auftaucht, will es ja ständig gesehen werden. Das Einfachste wäre, das heranzuziehen und daraus ein Mittelchen zu basteln. Also den Zahnarzt bitten, diesen Eiter nicht über den Abfluss zu entsorgen, sondern da eine Probe zu nehmen, 1-2 Milliliter, und das mit Wasser zu suspendieren in einem Röhrchen. Das wäre der eleganteste und der effizienteste Weg. Okay. Okay, gut. So, dann haben wir noch was. Das wurde aber zurückgezogen. Das war direkt an mich. Okay. Mir geht es ähnlich wie Alexandra. Ich habe Angst vorm Zahnarzt und empfinde jede Behandlung als Gewaltanwendung, was vermutlich unterschwellig auch spürbar ist. Was machen wir denn mit denen?
die das tatsächlich als Gewalt empfinden. Kennt ihr das schon beantwortet? Das haben wir schon beantwortet. Die tragen eine Erinnerung, wo sie da Zeuge waren einer solchen malträtierenden Behandlung. Ja, und der Zahnarzt ruft das jetzt in der Gegenwart nur auf. Die erinnern sich präzise an das, was dort vorgefallen ist. Also hier geht es der Frage nachzugehen, wer ist jetzt betroffen von diesem Tun und warum reagiere ich darauf? Okay, Annette. Also wirklich auch so ähnlich wie bei Alexandra und auch dann die Lösung so wie bei Alexandra. Okay. Mir wurde vor kurzem Zahn 38 gezogen. Nun sollen 17 und 18 raus wegen Karies und Knochenrückgang. Und mir wurde eine Parodontitis diagnostiziert. Als Kind wurden mir alle Vierer gezogen wegen der Zahnspange, dass die Zähne Platz haben. Kann es sein, dass die Zähne nicht zu retten sind? Also ich höre raus, die Zähne wollen gerettet werden bei der Manuela. Sie möchte ihre Zähne retten. Kann man so pauschal überhaupt beantworten? Was meint ihr? Das ist schwierig, weil in jedem Zahn steckt eine eigene Geschichte. Also es gibt hier kein Patent, um das sozusagen in Lösung zu bringen, sondern das wird sich nur einzeln anschauen können. Vielleicht wird es ein Muster erkennen, was hinter diesen Zähnen steckt. Auch hier Empfehlung, sich die Organbezüge anzuschauen, der Frage nachzugehen, betrifft mich das und wann habe ich diese Erfahrung gemacht oder für wen habe ich sie gemacht? Und dann hier das gleiche Kinderkomplex, Zahnkomplex. Ja, um deine Fährte zu legen. Also retten kannst du nur, was du erkennst. Was du nicht erkennst, kannst du nicht retten. Okay, so Manuela, dann hoffe ich, dass du damit zurechtkommst. Ach ja, die Katrin hat noch kurz was nachgeschoben. Soll sie mit den Implantaten noch warten? Bis sie da Dinge erkannt hat mit ihren Komplexen? Okay. Und die Vermutung, die sie hat, wird es ja schon daran bestätigen, dass das Ding hochgehen wird. Also sich ruhig einen Monat oder zwei oder drei Zeit nehmen, um gründlich anstatt schnell zu arbeiten. Danke. So, Marc, du hebst einmal die Hand und dann habe ich eine Frage im Chat von dir. Wie sieht es denn mit großen Zahnlücken aus? Was könnten die denn bedeuten? Heißt das Nichtanlage oder wie entstehen diese Zahnlücken? Bin ich zu hören? Ja. Ja, es geht da um meinen Sohn, der ist mittlerweile fast 20. Er hat immer noch nicht alle Zähne, was wir persönlich gar nicht schlimm finden, aber er leidet da so ein bisschen drunter. Und er hat sehr große Zahnlücken, also sprich so Jürgen Vogel-Gebiss, wenn der das was sagt. Ja. Und das findet er sehr störend. Ich persönlich finde es nicht schlimm, aber mich geht es ja auch gar nicht. Woran kann das liegen? Also wie gesagt, es fehlen da auch noch, ich glaube, zwei Zähne mit fast 20. Das heißt, die Anlage des Zahns ist nicht da. Heißt das das? Die sind alle angelegt. Aber die kommen nicht hoch. Genau, die sind noch nicht durchgebrochen, sozusagen. Aber die Zähne sind da. Waren denn die Milchzähne da? Die waren auch alle da. Er hat die Milchzähne halt sehr, sehr spät verloren. Ich glaube, den letzten erst, das ist erst ein paar Jahre her so ungefähr, da war er schon 15, da hat er noch Milchzahn gehabt. Gut, dann hast du ja schon die Antwort. Milchzahnkomplex und Kinderkomplex. Okay. Die Bedeutung dahinter, kann man da was sagen? Schau dir deine Geschichte an und die Geschichte deiner Frau. Okay. Gut, dann mal was tun. Ich habe vielleicht noch einen Gedanken dazu. Also es kann durchaus sein, dass sich auch Lücken bilden, wenn die Zunge zu viel an die Zähne gepresst wird. Also Zungenpressen, ein sogenanntes Lispeln, können ebenfalls dafür sorgen, wenn die Lücken nicht nur da sind, weil die neuen Zähne noch nicht da sind, das sind also zwei verschiedene Aspekte, dann kann es auch sein, vielleicht auch beides, weiß ich nicht, dass die Zunge an die Zähne presst und damit werden auch regelmäßig Frontzahnlücken erzeugt.
ja, gelispelt hatte, aber nur ganz früh, also quasi beim Sprechen lernen. Das hat, glaube ich, aufgehört mit 3 oder 4 spätestens. Okay. Mhm. Ja. Das passt zum Kinderkomplex. Da ist was aufzuarbeiten. Aber ich vermute, er trägt das weiter, was Mutter und Vater ihm schon in die Wiege gelegt haben. Vielleicht möchte ich noch mal was ganz Mechanisches beitragen. Er hat das Thema ja vorhin bei den Zapfenzähnen auch. Ich werde relativ oft gefragt, wenn solche Dinge kommen und in den Familien eskalieren. Man kann diese Zähne sehr schön verbreitern, ohne dass man invasiv wird. Und das trägt extrem zur Entwicklung dieser jungen Menschen bei, die eben, wie der Vater eben ja auch beschrieben hat, sehr unter ihrem Äußeren leiden. Wir sind halt in einer Welt, wenn ja das Äußere eine große Rolle spielt und wenn man da sehr abweichend ausschaut, dann ist es einfach für die Entwicklung dieser jungen Menschen doch sehr hinderlich. Und es ist, wer es kann, wenn Sie da jemanden finden, der sich das zutraut, die Zähne zu verbreitern, dann kann das in kurzer Zeit sehr viel bewirken. Ich will jetzt nicht den energetischen Teil, der ist damit nicht gelöst, aber das ist erstmal für die Entwicklung des jungen Wesens da auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja. Eine Frage nur ganz kurz, nicht invasiv hast du gesagt, wie würde das aussehen? Also es klingt ja nach gewaltfrei. Ja. Das ist quasi so, dass man mit modernen Kunststoffmaterialien und einer Klebetechnik quasi kleine Schichten aufbaut und den Zahn einfach eine andere Form gibt. Und dann kann man solche Lücken auffüllen, sodass das, wenn es gut gemacht ist, für quasi nicht zu sehen ist, dass es sich um Materialantrag handelt. Und man muss dafür den Zahn weder anschleifen noch irgendwie sonst verletzen. Ich finde, das ist in dem Fall gerade bei den jungen Menschen wirklich eine gute Sache. Also ich mache das sehr viel, auch für Kieferorthopäden, die nach Behandlungsabschluss eben, wo es ein Missverhältnis zwischen den Zahngrößen im Oberkiefer und im Unterkiefer gibt und dann Lücken übrig bleiben. Das kann man sehr schön hinkriegen und das hilft einfach auch für die Entwicklung dieser jungen Menschen, ja, dass die einfach sich in dem Moment wieder vollständig fühlen. Und das andere würde ich aber parallel dazu trotzdem machen. Das will ich damit, also ich würde es nicht nur mich. Ja, absolut. Prima, vielen Dank an alle. Gerne, Marc, super. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir mit Bernd heute. Wir haben nur knapp überzogen. Wir haben nur knapp überzogen. Carsten lächelt schon. Ich habe eigentlich gesagt, wir überziehen heute nicht. Zack, haben wir es doch getan. Du bist der Host. Es tut mir dann ein bisschen weh, wenn deine Fragen noch übrig bleiben. So, aber jetzt schließen wir. Das war heute so viel zu Q&A Zähne Spezial. Wir haben für nächsten Monat schon was Neues vorbereitet. Es wird 2 Termine geben, voraussichtlich. Ihr werdet informiert, wie immer im Chat. Und ja, es bleibt mir jetzt nur Dankeschön zu sagen an das Dreierteam, die Zahnärzte. Dreierteam fällt mir gerade ein, Körper, Geist und Seele. Wir haben es, wir drei. Danke, dass ihr so toll unterstützt habt. Vielen, vielen Dank. Und dann freue ich mich auf nächsten Monat, euch alle wieder zu sehen. Danke an die vielen Fragen. Ihr macht es lebendig und wir freuen uns, wenn wir so viel beantworten können, wie es eben uns möglich ist. Carsten, von dir noch das letzte Wort? Nee, ich hab fertig. Du hast fertig? Dann einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.